Hi und herzlich willkommen heute am Set von El Guitarista. Wir drehen heute eine kleine Szene am Schrottplatz hier. Für alle von euch, die noch nicht wissen, worum es geht, hier mal ein kleiner Einblick und der letzte Trailer. Und was gedenken Sie in diese Angelegenheit zu unternehmen? Padre, Ihr Mann war unsere letzte Hoffnung. Aber ich kann einfach nicht verantworten, dass noch mehr Unschuldige getötet werden. General Bernardo, Sie müssen verstehen, ich kann nicht zulassen, dass ihm etwas passiert. Er ist eine geschundene Seele. Ich fürchte, er ist einfach nur total am Durchdrehen. Und was gedenken Sie nun zu tun? Wir sind bei unseren Nachforschungen auf einen Mann gestoßen, der den Auftrag zu Ende bringen könnte. Er lebt bereits seit einiger Zeit zurückgezogen im Dschungel. Ich habe einen Trupp zusammengestellt, der nur noch auf meinen Befehl wartet. Ein Anruf genügt und meine Männer machen sich sofort auf den Weg, um ihn zu holen. Ich bin mir sicher, dass er uns helfen wird. Hallo, John. John ist nicht zu Hause. Dieser Mann ist ein großes Problem für uns. Und nur Sie können ihn stoppen. Wieso sollte ich das tun? Sie wissen ja nicht, was dieser Mann alles anrichten kann. Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Waffe anzurühren. Oder eine Gitarre. Ich lasse Ihnen das hier da. Falls Sie Ihre Meinung ändern sollten, steht da drin, wo Sie uns finden werden. Making of the Ass. Vorbereitung. So, der Dave, der bereitet sich gerade vor und ist gerade in der Maske. Wir spielen beim ganzen Film, spielen wir die Bösewichte, die Cinque Terrible, und heizen hier unser Michael mal gut ein. Und ja, könnt ihr euch erstmal einfach ein bisschen davon überzeugen, was wir so machen hier.